Hey Leute, heute für euch 5 krasse Filmszenen, die ihr niemals sehen werdet. Los geht's! Nummer 5. Jurassic Park. An sich ist es eine coole Idee, einen Park zu eröffnen, in dem Tausende von Dinosauriern leben. Allerdings nicht, wenn es so schief läuft wie in Jurassic Park. Im Film erkennt der Charakter John Hammond seinen Fehler. Das war allerdings nicht von Anfang an so. Es gab eine vorherige Version, in der er sich weigerte, seine Fehler, die er begangen hatte, einzusehen, und er hielt sogar Pläne für einen Park in Europa und Japan bereit. Er hat sogar den Rest der Truppe mit einem Helikopter fliehen lassen, um alleine auf der Insel weiterzuleben. Naja, weiter mit der Nummer 4. Star Wars The Force Awakens. In dem bisher neuesten Teil der Star Wars Reihe geht es relativ schnell los und man wird als Zuschauer sozusagen in den Film hineingeschmissen. Allerdings sollte der Film ganz anders anfangen. Und zwar sollte man Luke Skywalkers Hand mit seinem Lichtschwert in der Hand durch das All fliegen sehen. Allerdings hätte das späteren Szenen zu viel Spannung weggenommen. Deswegen haben sich die Produzenten doch für einen anderen Anfang entschieden. Besser wird das gewesen sein. Und die Nummer 3. Chronicle. Dieser Film gehört zu dem sogenannten Found-Footage-Movie-Genre. Also Filme, die so aussehen sollen, als ob sie von einem Amateur gefilmt wurden, um später von einer anderen Person entdeckt zu werden. Verwackelte und hektische Aufnahmen sollen den Film dann real wirken lassen. Naja, so viel dazu. Zurück zu Chronicle. Am Ende des Films besiegt Matt die Bösewichte und verzieht sich dann in die Berge von Tibet. Doch es gab ein anderes Ende. In dem alternativen Ende sollte er noch stärker werden und nach 2 Jahren wieder zurückkehren, um dann eine koreanische Stadt vor einer Flut zu retten und das nur mit seinen Gedanken. Stellt euch das mal vor. Ich denke, die Fans hätten das gefeiert. Kommen wir zur Nummer 2. The Amazing Spider-Man 2. Der zweite Spider-Man-Film mit Andrew Garfield war ein wahrer Kassenschlager. Die Fans lieben ihn und auch der finanzielle Erfolg bestätigt die Produzenten. Allerdings hätte das auch ganz anders laufen können. Eigentlich sollte der Charakter Mary Jane von Shailene Woodley gespielt werden. Sie hatten sogar schon einige Szenen mit ihr gedreht. Allerdings entschied sich Andrew Garfield letzten Endes dann doch für Gwen Stacy. Die Szenen mit Shailene wurden nie veröffentlicht. Naja, was meint ihr? Wäre das ein Top oder ein Flop für den Film gewesen? Schreibt's uns doch mal in die Kommentare. Und damit wären wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Back to the Future. Bei diesem Film handelt es sich nicht nur um einige Szenen, sondern um einen kompletten Film. Anstelle von Michael J. Fox sollte Eric Stoltz den Charakter Marty McFly spielen. Bevor der Film fertig war, realisierte das Studio allerdings, dass er nicht wirklich in die Rolle passte. Für Eric war dies natürlich eine sehr große Enttäuschung, zumal er auch noch der Letzte war, dem es gesagt wurde, schon lange nachdem sein Ausschluss feststand. Jedenfalls entschieden sich die Produzenten letztlich dann doch für Michael J. Fox und drehten den gesamten Film einfach nochmal. Tja, das war bestimmt nicht ganz billig. Naja, anyway, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren Freunden. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.